Herzlich willkommen zu Cosmotier, Starship Architect und Commander. Schönes Spielchen. Ich habe die Demo auf Steam schon gespielt. Kann ich jedem nur ans Herz legen. Ich habe die Demo, glaube ich, 20 Stunden gespielt. Ja. Also das ist für eine Demo ganz schön viel. Daher habe ich mir das Spiel auch gleich geholt. Das ist heute rausgekommen am 24.10. 19 Uhr. Also ich glaube zumindest 19 Uhr. Ich habe ewig drauf gewartet. 19 Uhr letzte Mal geguckt. Jo. Wir machen hier eine Kampagne, ja. Da habe ich mega Bock drauf. So, ich habe mir auch schon ein schönes Schiffchen ausgesucht. Ich hatte hier das letzte Mal eins mit einem Schildgenerator. Ach, das ist sogar das. Hier spielen auf normal. Das ist normal. Das ist auch normal. Galaxiegröße kann man so lassen. Ruhmverhältnis ist okay. Ich mag erkunden, ich mag bergen. Sieht, oh, ich weiß nicht, 1, 2, 3, ne, das ist nicht so einfach. 0815. Hoffen wir einfach mal, das geht. Oh, er nimmt die 0 da weg. Oh, toll, dann ist es nur 815. Gut, können wir hier noch irgendwas machen? Nutzerdefiniertes Schiffladen. Ich kann ganz einfach schon ein eigenes Schiff laden. Das finde ich ja unfair. Nee, das machen wir nicht. Wir nehmen die Vorgabe. Hier, wie gesagt, das ist wieder nicht ein Schildgenerator. Obergeil. Kann ich an Anfang nur empfehlen. Los geht's! Mann, bin ich gehypt. Werde ich wahrscheinlich die nächsten Stunden suchten. Beziehungsweise die nächsten Tage. Mach's gut, Real Life. Jo. Da sind wir schon mit unserem kleinen süßen Schiffchen. Wir haben hier eine Innenansicht. Außenansicht. Ihr könnt das Ding auch noch schön dekorieren hier. Wenn du Bock hast, können wir da noch irgendwie Farben drauf machen. Oder weiß ich nicht was. Oh, mach rot. Das sieht ein bisschen cooler aus. Und zack. Hoppala. Das ist die Blaupause. So, vom Prinzip her, wir haben am Anfang hier so ein kleines Müllschiff, sag ich mal, und später bauen wir uns hier riesengroße Stationen mit ein paar, na gut, Verteidigungsplattformen nicht, aber ein paar kleinen Schiffen, die das beschützen. Und dann kann man noch Mining machen. Das ist unsere erste Karte hier. Die Fragezeichen sind große Stationen hier, wie eine, wo ich gerade daneben stehe. Die können wir auch anfunken. Dann sagen wir hier einfach mal Hallo. Guten Tag, die Herren. Wir nehmen mal alle Kopfgelder an. Kopfgeld ist easy peasy am Anfang. Die sind auch existent, wenn man die nicht annimmt. Die sind dann quasi hier irgendwo in der Gegend, schwirrt dann ein Schiff rum. Und wenn du das umlegst, kannst du auch danach irgendwann so zur Station gehen und sagen, ich möchte gern mein Kopfgeld für den Herrn haben, den ich da gerade erlegt habe. So, Lieferungsaufträge, da bin ich kein Fan von. Ich würde hier gerne ein Recycling- und Mining-Schiff bzw. Konzern aufbauen. Hier wird alles recycelt und ein bisschen gemeint. Also kannst du hier nachher noch Asteroiden, Erze abbauen wie Uran und so. Dann müssen wir ganz kurz unser Schiff ein bisschen umbauen. Nur wegen der Effizienz halber würde ich gerne die Bäden hier versetzen. Alter, das Cockpit gelöscht, das ist nicht so schlimm, das kommt hier schon noch irgendwo. Da. Jetzt haben wir das Cockpit nach hinten, damit die nicht so weit laufen müssen, nach da. Weil der Schildgenerator ist jetzt total wichtig, dass der hier, zack, schön schnell befeuert wird. Ja, vielleicht noch eine Türe. Ja, noch irgendwo eine überflüssige Tür. Sieht gerade nicht so aus. Wo ist denn die Crew? Ach, da unten, da, Pendy. Die haben jetzt ja auch keine Tür. Ha. Ist ja blöd. Da müssen wir die mal ein bisschen drehen. So, vielleicht so rum. Gut. Obwohl, eigentlich wäre noch besser, wenn wir die so rumbauen. Den so rumbauen. Hoppala. Brauchen wir auch noch eine Tür nach links irgendwie. Aber das machen wir hier. So, bam. Und die Waffe auch befeuert. Der Reaktor muss so nah wie möglich an das Schild, dass die Leute hier möglichst schnell immer was reinschmeißen. So, dann suchen wir mal unser erstes Opfer, sagen wir mal. Haben wir hier ein paar Aufträge angenommen? Uha. Dann fangen wir mal hier drüben an bei den Asteroiden. Gucken wir mal, ob wir das gewinnen oder gleich am Anfang vor die Schnauze kriegen, ja. Ach ja, hier übrigens, das ist das eine Sonnensystem, ja. Mit den Dingern hier kannst du halt zum nächsten reisen. Wir sind dann hier entsprechend die Stufen dran stehend. Ja, wir haben jetzt hier 1 bis 3, das ist hier noch Muschi und so. Und später gibt es dann, glaube ich, bis 18, hier 16 bis 18. Die teilen dann richtig aus. Riesengroße Schiffe und ganz viele und naja, voll vor dem Turm. Habe ich nur bis jetzt gesehen, selber noch nicht
erlebt. In der Demo bist du hier nur den ersten Sonnensystem unterwegs. Wie gesagt, 20 Stunden. Kein Problem. Gut, ich habe mich auch ewig mit Schiffdesign beschäftigt. Ich sag mal, effizient, spielerisch. 10 bis 12. Wenn du dich stundenlang Schiffe designst. Nicht tausendmal lädst, weil dich hier so eine Riesenstation wegbombt. Ich habe hier nämlich noch große Piratenstationen. Da konnten wir auch schon den Auftrag annehmen. Die sind aber nur Stufe 6. In der Demo sind sie 9. Oh, mal ganz dezent mit 20 Raketenwerfern dran. Dann kommst du da in die Nähe, bist du weg. So, wollen wir mal vorsichtig hier unseren ersten Opfer. Sind gleich 3. Ja. Naja, gut, dann versuchen wir das mal ganz vorsichtig hier. Ja. Locken wir nur den einen hier an, hoffe ich. Oh, Asteroidenweg, da müssen wir mal unsere Position ein bisschen ändern. Fahren wir bitte von da an. Und dann greifst du mir. Schwierig. Die Kanone oder den Reaktor an? Ich würde sagen, erst mit Kanonen. Die Kanone weg ist, ist alles ruhig. Ich bin jetzt hier hauptsächlich mit Energiewaffen bewaffnet. Die Kanonen, die brauchen Munition. Er hat dahinter hier ein Lager. Wenn du genau hinguckst, siehst du aber mal so ein paar People hier durchlaufen. Und ein bisschen Muni da drinnen liegen. Das Blöde ist halt an den Kanonen, dass die abgeschossen werden können, die Kugeln. Und dass die Munition brauchen. Oh, noch einer, ey. Bitte nicht alle auf einmal. Okay, ich glaube, der könnte hier an mir vorbeiziehen. Schauen wir mal. Oh, er dreht schon zum Reaktor. Das ist sehr freundlich. Dann machen wir das doch so. Wenn man den Reaktor trifft, dann ist es meistens vorbei. Der explodiert hier mit einem großen Feuerwerk. Und dann ist es erledigt. Spätestens, wenn das Schiff keine Energie mehr hat oder kein Cockpit, gibt es auf. So, können wir nämlich jetzt hier ranfahren mit unserem Kutter, ja, und uns ein bisschen ansehen seiner Leiche laben. Ich möchte alles. Ist mal gemütlich abgebaut mit unseren drei Hanseln hier. Los, meine Kleinen, schwärmt aus und gebt mir ein bisschen was. Brauchen die Ressourcen am Anfang. So, mal ein bisschen schneller machen, dass die das bisschen schneller einsammeln. Zack, 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 zack. Das ist meins, da wird das Schiff recycelt. Tada, kommt hier wer? Nee, alles gut. Die sind alle noch auf einen Haufen. Aber nicht ganz so schnell mehr, wir sind hier gleich fertig. So, dann haben wir hier unser erstes Schiff recycelt. Hoppala. Ich möchte mal bitte in mein Schiff reingucken. Sehr gut. Wie viel? Ah, ein bisschen Platz haben wir noch. Ich würde aber sagen, wir erweitern das Lager schon mal ein bisschen. Hoppala, ich möchte nicht färben. Ich hätte gerne ein größeres Lager. Hoppala, auch nicht. Ja, oh, den Lager. Hier. Ja, am liebsten eigentlich. Warte mal. Blaupause. Ach nee, das ist die Blaupause. Weitermachen. Wie machen wir das am blödesten? Ich könnte den jetzt hier reinbauen. Dann könnten wir da unten nochmal einen und nochmal einen. Ja, so, komm. So, so und so. Jetzt, was wir ein bisschen Lager haben, das kostet uns 100 Platten. Haben wir noch nicht. Aber ist kein Problem, der nächste wird uns bestimmt noch ein paar Platten liefern. Was ist jetzt hier? Ach so, das passt schon nicht mehr rein. Ist ja blöd, dann müssen wir wenigstens ein Lager schon mal vergrößern. Ist ja blöd. Ja, fangen wir an, keine Blaupause, oder eine Modifikation verwerfen, ja. Hau hier gleich raus. Brauchen Platten. Hier liegt noch eine Kugel, hat überlebt, die war bestimmt in den Geschütz drin. So. Möget ihr mir hier die letzten Platten einsammeln? Habt ihr das schon gemacht? Okay. Sehr gut. Na, wollen wir jetzt mal ganz vorsichtig uns hier rantasten? Ja, schon mal ein bisschen Kupfer. Kupfer ist gut. Das hier war Schwefel. Das brauchen wir nicht unbedingt. Ich werde nachher wahrscheinlich drauf gehen, ganz viele, na, wie heißt's, Kabel zu bauen aus Kupfern. Die waren recht rentabel, was Verkaufen angeht. Ich würde aber auch nicht allzu viel verkaufen. Also nur wenn nötig. Hier mal unsere Position. Bitte nicht so nah ran, da bin ich kein Fan von. Ich habe nämlich mehr Reichweite mit meinen Energiewaffen als die mit ihren Kanonen. Mach die Kanone weg, wenn möglich. Daneben. Er dreht auf die falsche Seite.
Ja, von mir aus, wenn wir da reinschießen. Eigentlich wären wir lieber noch da. Versuche das Kopf zu geben. Ja, das ist gut. Geil. Das ist sehr gut. Oh, wenn ich das Cockpit gekillt habe, können wir das Schiff ja eigentlich schon fast übernehmen. Warte, hier noch die Einzelteile aufsammeln, fällt mir ein. Ja, das will ich alles haben. Mein guter Schrotz. Brauche ich doch. Los, meine Kleinen, schwärmt aus. So ein Reaktor ist nämlich am Anfang scheiße teuer. Das finde ich ganz gut. Da kann ich den jetzt hier quasi versuchen zu übernehmen. Habe ich schon einen Prozessor? Ne, ich habe noch keinen Prozessor. Na, zu wenig gekillt. Aber ist nicht so schlimm. Ja, der kommt schon hinterher. Ist kein Problem. Tja, jetzt können wir hier eigentlich die Leute reinschicken. Das Problem ist halt, ohne Cockpit komme ich noch nicht sehr weit. Schwierig. Ich würde den einfach erstmal markieren und hier stehen lassen als potenzielles Wrack, sobald wir uns Cockpit leisten können. Ich würde nämlich gerne, wie gesagt, hier den Reaktor behalten, wenn ich den abbaue. Das ist super ineffizient sonst. Könnte man noch irgendwas von den Dingen verwenden? Die Kanone und das Lager brauche ich nicht. Könnte man schon abbauen, aber die bringen auch kein Geld. Daher zumindest ist die Muni da drin in den Lager. Lassen wir so. Ich markiere mir den mal. Nenne den hier mal, was weiß ich. Ach, noch mal 1, 2, 3. Ich weiß doch, was ich markiere. So viel Markierungen werden hier schon nicht rumschwirren. So, ein Kopfgeld ist hier immer noch, glaube ich. Oder? Waren hier nicht vorhin drei Schiffe unterwegs? Ich gucke mich hier nochmal kurz um. So, fürs Cockpit brauchten wir halt, glaube ich, einen Prozessorkern. Oh scheiße, ich habe einen meiner Dudes vergessen. Das passiert mir ganz oft. Hier unten muss man übelst aufpassen. Die können nämlich auch verrecken, wenn sie keinen Sauerstoff mehr haben, die guten Herren. Komm mal, na komm. Sehr gut. Brav. So, hier mal schnell noch rumgeschaut. Vielleicht finden wir gleich noch ein bisschen Gold, was wir verkaufen können. Das hier ist für Hypersprung, wenn wir nachher in die neuen Systeme wollen. Wir können auch innerhalb eines Systems Hypersprung machen. Habe ich aber selber noch nie benutzt. Ich weiß gar nicht, ob es in der Demo geht. Ich glaube, so einen Generator können wir bauen zum Springen. Oh, hier Uran. Das markieren wir uns auch mal schnell. Ich habe noch gar keinen Bergbaulaser, ich Vollidiot. Und daneben, ich wollte ein U für Uran. Passt. Ah, manchmal sind sie noch ein bisschen dämlich und fliegen vor Felsen. Aber wenn die nachher in Formation fliegen und vor Felsen fliegen. Oh, hier ist C, C und TR. Oh, hier ist was los. Schnell mal alles markiert. Ich glaube, ich brauche mal erstmal Bergbaulaser. TR. Da unten haben wir noch ein C. So, jetzt. Ja, wo die ganzen Schiffe jetzt hier alle hin sind, weiß ich nicht. Ja, immer noch da. Los, meine Kleinen! Feuer frei! Ja, ein bisschen schneller, hier passiert doch nichts. Denkst du? Da hier so viel ist, ist hier die ganz große böse Station. Dann würde ich erstmal ringsrum fliegen mit meinem kleinen Kudo. Da kümmere ich mich später drum. Hallo, man kann sagen, wer seid ihr denn? Komm mal her, wie viel haben wir hier? Kopfgeldmäßig, 1 Kilometer, nur einer, ein Toothpick. Zahnstocher. So. Sei mal ein Zahnstocher. Ach, das blöde Ding. Ja, prinzipiell auf die Gun. Kann uns nischt. Siehst du, einfach mal gucken. Sieht das aus, trifft er überhaupt hier mit seiner lächerlichen Gun. Ah, mein Schild, das tankt fleißig. Ja, macht ja so gut wie gar keinen Schaden. Oh, halt, die Gun ist kaputt. Jetzt muss ich mich hier ein bisschen konzentrieren. Auf die Triebwerke. Also, ein Cockpit ist auch relativ teuer. Vielleicht können wir den hier auch gleich übernehmen. Jetzt muss ich ein bisschen näher ran.
Alter, wo ist da oben? Deine Position ist nicht so toll. Hier so hin. Ich würde gerne auf die Triebwerke schießen. Wenn du von der Seite gerade bist, schieß auf das. Dann auf das. Und jetzt müssen wir noch irgendwie hinter ihn kommen. Majas. Los, das Elend! Ja, wenn der Triebwerk immer gibt, dann nämlich auch auf. Ta-da-da-da! Sehr geil. Haben wir quasi unser zweites potenzielles Schiff. Das ist sogar noch ein bisschen besser als unser erstes. 1, 2, 3, 4. Ein bisschen was recyceln hier. Ich hätte gern das recycelt, das hier, da. Ja, der Schrott da, das braucht auch keiner, das kannst du mir auch gleich geben. Er macht dir Stress. Er ist relativ weit weg, lass den mal gewähren. Und ist noch eine, die möchte ich auch. Vor allem die Kabel, die sind am Anfang teuer, teuer, teuer. Können sich hier okay Mensch leisten. Hier müssen nur noch Triebwerke dran bauen, dann kann das Ding theoretisch schon fliegen. Komm, da gucken wir mal, ob vielleicht... Und schon ein Triebwerk leisten können. Für ein zweites Schiff. Ach, übrigens, hier oben ist Geld. Das darunter ist Ruhm. Und mit mehr Ruhm können wir mehr Leute kontaktieren. Je mehr Ruhm wir haben, desto mehr Leute treten uns bei, quasi. Können wir unsere Crew vergrößern. Warte mal, ich kann Crew nicht entsenden, weil... Er hat kein Airlock. Oh, ich raste. Ist das hier kein Airlock? Was ist denn das? Ist doch eine Luftschleuse. Wieso darf ich da nicht rein? Das wird jetzt ein bisschen gemein und dann wird er komplett recycelt. Fick dich. Hätte ich bei den anderen auch mal gucken müssen. Aber wieso komme ich da nicht rein? Normalerweise mit Airlock kommst du da rein. Bin ich doof oder was? Oh, 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 wo bin ich? Das wollte ich nicht. Tja, es ist scheiße, ja. Wenn es nicht geht, geht's halt nicht. Was soll's? Recyceln. Bäm. An den Kahn. Bauen wir uns hier schon mal das Lager noch ein bisschen größer. Zack. Ich mache ja noch eins dran. 22 Platten. Ja, das ist bestimmt hin, wenn man hier fertig ist. Mich nicht angreifen. Ich hab euch nichts getan. So, naja, eben so ein Reaktor-Ding immerhin rausgekriegt. Sehr ärgerlich, weil Cockpit und Reaktor sind halt teuer. Und eigentlich kann ich, wenn die eine Luftschleuse haben, bei denen rein. Weiß jetzt nicht, warum das nicht klappte. Fahren wir besser gleich nochmal zu den anderen und gucken. Ansonsten recycle ich den auch gleich. Oh, hier, die machen einen Fight. Das ist gut. Kann ich vielleicht gleich was abstauben. Gucken, wer verschwindet von beiden. Na? Der ist so schön. Oh nein, ich habe gerade die Träume. Wo war der? War da oben oder unten? Na, wir machen einfach hier. Hier wird schon irgendwann rumgeistern. Gerade auf mein Schiff geguckt, ob die Leute noch sind hier. Aber die sind noch fleißig. Haben wir noch Platz? Können wir da noch was bauen? Tada, ich bin noch eins dran. Alter, was ist denn los? Lass mich. Ich bin gerade schwer beschäftigt. Recycling und so. Fremdworte für manche. Los, meine Kleinen. Brauchen mehr Leute. Demnächst. Bauen wir hier mal noch ein Quartier rein, dass hier noch ein paar Leute anfangen, das Zeug hier abzubauen. Das geht mir hier noch ein bisschen zu langsam. Und einen Bergbaulaser brauchen wir auf jeden Fall. Der ist Pflicht. Oh, hier. Da wird schon wieder angegriffen. Ja, da kann ich hier gleich richtig schiffsfriedhofmäßig abstauben. Ich lasse die erstmal machen, bis einer von beiden stirbt.
Derzeit suche ich mal den hier, würde ich sagen. Alles, was ich nicht machen muss, ist umso besser. Hier muss irgendwo einer gestorben sein. Hallo? Ein bisschen nach unten, machen wir doch weiter unten. Wie sehe ich hier nichts, ne? Hier drüber? Da liegt ein bisschen. Schauen wir halt mal nach da. Welche Taste habe ich denn hier? G, oh, das ist viel zu weit weg. Was haben wir hier? Ein Toothpick? Erstmal auf die hinten. Da ist sie. Lebt hier noch? Da hat er noch zerschossen. Ist das hier auch ein Toothpick? Der hat aber Glück gehabt. Wie kann denn der den einen Triebwerk? Da liegt auf jeden Fall ein bisschen Zeug. Das ist gleich meins. Muss ich mir mal merken. Ah, das sehe ich bestimmt. So, nochmal gucken. Kann ich jetzt hier an Bord gehen einfach? Oh, ich habe irgendein Mal wieder vergessen von meinen Leuten. Schnell. Sammel den ein. Ne, ich kann ja schon wieder nicht Crew entsenden sagen. Etwas verwirrt. Also es wäre eigentlich schön billig, sich einfach so ein Schiff unter den Nagel zu reißen. Hoppala. So, was sagen wir den hier noch? Hui, meins. Ja, schön, dass der Reaktor wieder überlebt hat. Alter, das Cockpit anscheinend nicht. Das Cockpit hat halt auch so einen Prozessor, der halt relativ wichtig ist, um neue Cockpits zu bauen. Sonst, ne, kann man auch kaufen, aber das kostet halt eine Latte Geld, ey. Im Moment sind wir arme Schweine. So, fliegen wir mal zurück zur Station. Recyceln wir den anderen noch. Wir gucken mal noch, ob wir den anderen recyceln können. Obwohl, nee, ich komme sowieso nochmal mit dem Mining Laser nachher da oben hin. Dann sollen wir noch den anderen Scheiß ein. Oh ja, der kommt genau auf uns zu. Na ja, kommt dann. Wenn er das jetzt so dringend möchte, kriegt er auch noch eh. Schöne Nackenschelle. So, mal kurz geguckt. Nicht zu nah ran, bitte. Wir sind hier Sniper. Der ist schön easy. Den einfach mal voll ins Cockpit drin geschossen. Der hat hier vorne nur so ein bisschen Struktur. Das hält ihn aber, wollte gerade sagen, nicht lange an Leben. Kommen wir gleich mal her. Sammeln wir den ein, den guten. Vielen Dank für deine Ressourcen. Kann ich hier rein? Hier könnte ich rein. Warum kann ich hier rein und die anderen nicht? Da kann ich wieder nicht, weil ich habe kein Cockpit. Das Cockpit kann ich nicht bauen. Nur wie ein Reaktor. Scheiße. Das ist der hier bewaffnet, der ist auch mit zwei Lasern bewaffnet, der wäre mir sogar eigentlich lieber als der da unten. Ach, da kommen wir noch ein paar Mal. Ach so, ey, komm, was soll der Geiz? Wir nehmen erstmal alles mit. Dann. Der kommt auch. Hab ich total vergessen. Passiert mir quasi nie. Schneller, meine Kleinen. Blöp, alles meins. Oh, halt, warte mal, wir können uns noch mal ein bisschen vergrößern, sehe ich gerade. Wir sind hier relativ voll. So, reicht das doch erstmal fürs Erste. Blöp. Yeah. Zurück zur Station. Können wir hier den Marker wieder löschen? Geh weg. Okay. Kupfer, Kupfer ist nicht so wichtig. Es gibt es relativ häufig. So gut. So, wollen wir mal ein bisschen hier handeln. Was hast du denn für mich? Yeah, Kopfgelder ohne Ende. Bam, bam, bam. Abgeschlossen, kein Problem. Erreiche die Station. Das machen wir auch einmal. Ach ja, mehr Leute wollte ich haben. Da müssen wir jetzt nochmal
Die sind nur zum Sammeln da. Da ist eigentlich egal, wo ich die hinbaue. Würde ich sagen, hier hinten hin einfach. Hier mal ein paar Crew-Quartiere. Oder geizig. Aber wir machen. Ach nee, das sieht ja wieder nicht. Ach, scheiße, die haben nur einen. Die können nur vorne einen Eingang haben, nicht an der Seite. Das ist ein bisschen scheiße. Oh, mal zwei Crew-Quartiere. Und hier mal noch ein Lager ran. Ach, im Übrigen, wenn man hier an der Station steht, ja, und jetzt zum Beispiel habe ich keine Eisenplatten mehr und ich möchte jetzt hier was bauen. Sagen wir mal noch so ein viereckiges Lager. Das kostet mich jetzt 1200. Machen wir einfach mal. Zack. Dann kauft er nämlich von den Stationen das, was die auf Lager haben. Also man kann ja gucken, was die haben. In dem Fall halt haben sie noch 2500 Platten. Eigentlich von allen so ziemlich. Das sind ja die Grundmaterialien. Die brauchst du eigentlich immer. Das hier braucht man hauptsächlich für Fabriken und, also Prozessoren für Fabriken und. Na, sag schon, Cockpit. Das für einen Reaktor. Und später gibt's auch Atombomben, habe ich gesehen. Ja, und das sind ja die Rohstoffe, die man verarbeiten können. Nachher an Fabriken zu anderen Zeug. Was das hier ist, weiß ich noch nicht. Ob man damit bessere Panzerungen nachher baut? Das ist mir neu. Oh, Minenteile sind auch neu. Oh, es gibt schon Teile für Nuklearraketen. Krass, ganz am Anfang kann ich schon Nuklearraketen bauen. Ich bin begeistert. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.